ist der 8. Tag der Festi 500. Aber weil wir die ja schon im Kasten haben, ist heute Familientag. Und wir sind am Meer. Das ist doch nett. Da kann man mal Pluspunkte sammeln. Und da sind meine Damen ganz zufrieden. Ja, ein Tag gewonnen, ein Tag für die Familie. Ja, guck mal, ist doch nett hier. Das Meer, gesunde Luft. Ja. Nicht so schlecht, ne? Der Familie ist kalt, sie wollen rein, ich kann gleich noch mal eine Runde laufen gehen. Und dann erzähle ich euch, wie die Erfahrungen waren. Ich bin da. Also ihr Lieben, die 10 wichtigsten Sachen, damit die Rafa Festi 500 auch funktioniert. Erste und noch wichtiger als Nummer 2, entweder gutes Wetter oder wissen, dass das Wetter schlecht ist, aber sich ausrüsten. Und das Wichtigste, die Familie. Wenn die Familie mitzieht, dann geht das. Sonst geht gar nichts. Und wenn es geht, so wie ich, heute ist eigentlich noch Festivtag, aber weil ich gestern 110 gefahren bin und vorher auch Punkte gesammelt habe, könnten wir heute ans Meer. Und dann ist die Familie froh. Also man muss versuchen, Kompromisse zu finden. Oder halben Tag mit der Familie und halben Tag radeln. Ja, das ist schon mal 2 wichtige Sachen. Und ganz wichtig, wenn das Wetter schön ist, so wie heute, dann Kilometer machen. Alles, was man schon mal im Kasten hat, das ist schon gewonnen. Also wenn das Wetter schön ist, versuchen 100er zu machen. Und wenn das dann wie Sonntag zum Beispiel ganz schwerer Regen ist, braucht man nur 30 machen, hat trotzdem gekämpft. Und ist trotzdem noch im Rennen. Das ist auch gut. Und auch noch eine gute Idee ist, wenn das Wetter scheiße ist, findet ein Mitleidenden. Zu zweit geht das leichter. Das ist ganz gut. Und auch, damit die Touren nicht so langweilig werden, so wie ich, vielleicht jeden Tag eine andere Tour. Und ihr stellt eure eigene Region vor. Das ist nett, finde ich. Das motiviert und wenn es einen Zielort gibt, kann man auch nicht vorher umdrehen. Da muss man hin, hat sich engagiert und trifft einen Freund oder bringt ein Geschenk hin oder holt ein kleines Bierchen ab. Also das war für mich immer eine ganz sichere Sache. 40 Kilometer vom Haus weg ein Rendezvous zu haben und dann sind es 80 im Kasten. Und natürlich, was auch klar sein sollte, ein Minimum an Training muss man vorher schon gemacht haben. Sonst ist ein 70er oder 62,5 genauer gesagt, ein bisschen schwer jeden Tag zu machen, dass man nicht zu K.O. ist. Ich hoffe, ihr seht die schöne Sonne hinter mir. Da haben wir es natürlich verdient, einen schönen Sonnenuntergang. Das ist ja auch nett. Also wenn das Wetter schön ist, läuft das echt locker von alleine. Wenn das schwer ist, aber das finde ich auch gut, ist ja auch Kämpfergeschichte. Und wenn ich so gerne kämpfen mag, jetzt gibt es auch die neue Regelung und darf sogar drinnen radeln. Also wenn ihr keinen Biss habt, euch den Arsch abzufrieren, könnt ihr auch einen schönen warmen, aber natürlich ein bisschen langweilig strampeln. Aber auf jeden Fall sind das 8 Tage mit einem guten Training und hinterher habt ihr schon mal schöne Kilometer im Winter 500 im Kasten. Das ist schon mal ein guter Start, um weiter in die Saison zu steigen. Okay, weiter geht's. Zu nett, ne? Ich glaube, wir gehen mal ans Meer und gucken mal, ob wir da nicht mal schön ein bisschen... Ja, guck mal, ist da schon gleich Sonnenuntergang. Ich sprinte mal schnell zum Wasser. Und dann können wir es jetzt so schön sehen, wie es sich widerspiegelt. Das ist auch nochmal schön. Ja, siehst du. Ich weiß nicht, ob er die kriegt. Da fliegen die nochmal so vor die Sonne. Das ist auch nett. Ja. Super. Ja. Und auch eine gute Möglichkeit, seine Wintersachen zu testen. Ne? Ich habe so wasserdichte Handschuhe, Mütze und wasserdichte Strümpfe. Die sind natürlich auch winddicht. Weil auch nicht so angenehm, 4 Stunden zu radeln, wenn man kalte Hände hat. Das klappt auch besser, wenn man gut ausgerüstet ist. Ja, Überschuhe und all so Zeug, kann man alles gut mal ein bisschen testen.
Und wenn einem kalt ist, kann man noch ein bisschen schneller strampeln, dann wird einem auch wieder warm. Und für mich war es immer nett, eine gute Runde verdient ein gutes Bier hinterher. Ich habe dann ja auch ein bisschen immer schön mir jeden Tag ein anderes Bierchen gegönnt. Ja, der Himmel ist doch zu schön hier, ne? Ja, auch verdientes Wetterchen. Bis später. Also ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt auch eine schöne Weihnachtszeit gehabt. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Sag schon mal frohes neues Jahr und hoffe, dass 2021 dann doch ein bisschen Corona-freier uns mehr Radelabenteuer erlaubt. Und sonst ja. Macht es euch schön, bleibt gesund und wer Probleme mit der Moral hat, Sport ist immer gut gegen Moralprobleme. Ja. Jetzt habe ich auch gleich keine Batterie mehr, also ich sag dann schon mal, ja, alles Gute. Und ja, war nett, euch meine Regierung vorzustellen. Kommt gerne mal vorbei, wenn ihr wollt. Paris-Roubaix ist ja was ganz Feines. Ich finde euch schön ein Plätzchen zum Schlafen. Und dann könnt ihr mal schon mal testen hier. Ciao, ciao. Die Fahrt.